So, hallo, ich grüße euch wieder aus aus Italien, die Italien Lightmap. Mein Feld 2 habe ich ja abgeendet, den Auftrag. Allerdings liegt das Stroh da noch drauf. Und ich habe noch ja, etwas über 5000 Liter Weizen über. Den wollte ich wohl bei mir einlagern. Aber das Problem ist, ich muss erst mal suchen, wo ich damit hin kann. Das weiß ich nämlich gar nicht. Also hier gerade am Kuhstall ist gar nichts. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo was finde, wo ich ein Getreidelager überhaupt, ja, ein Getreidesilo habe, wo ich das alles einlagern kann. Wie gesagt, da ich der englischen Sprache ja, Quatsch, der italienischen überhaupt nicht mächtig bin, der englischen auch nicht, wird das ein bisschen schwierig. So, was haben wir denn jetzt hier? Das könnte ein bisschen Werkstatt sein. Hier könnten wir haben Storage. Dünger und Saatgut, würde ich mal sagen. Ja, ist das Getreide oder ist das Stroh? Das geht doch nicht auf hier, ne? Das ist alles ein bisschen komisch. Wie sieht es hier oben aus? Hier oben ist nichts. Da geht ja dann auch nicht viel rein. Also die sind hier einmal für Dünger und Mineraldünger und für Saatgut. Das ist klar. Hier würde ich sagen, aber das geht nicht auf. Das muss doch aufgehen dann. Nüchte. So eine Luke habe ich auf dem Hof auch, aber geht auch nicht auf. Kann ich auch nichts mit anfangen. Heimkleister. Quatsch hier. Bin ich da, genau, dann fahren wir dann ein Stück hoch und links und gucken da mal. Attention. Ja, da muss ich jetzt hier erstmal die weiter, ne? Ja. Muss ich mich jetzt aber erstmal wirklich zurechtfinden hier. Also ich habe den Anhänger mit dem Rest Weizen habe ich auf dem Hof stehen. So, das ist eine Stallung. Das ist klar, und zwar für Schweine. Ne, ich würde sagen eher Schafe. Ja, gucken wir mal oben. Irgendwo muss ich doch ein Silo haben, das gibt's doch nicht. Das ist für Muku. Das ist für die Kuh. Dann ist das hier rechts mit Sicherheit für Schweine, könnte ich mir vorstellen. Oder sollten dort, ne, ist auch egal. Das dürfte für Gülle sein. Schweinchen. Aha. Schöner Schweinestall.
Was macht er denn jetzt? Bleib stehen hier. So. Raus. Was denn jetzt? So. Mein Gott. Mein Gott, jetzt hat das. Das dürfte ein Milchtank sein. Von der Konstellation her. Ja, das muss so ein Strohsilo, ein Getreidesilo sein. Oder bin ich dazu doof? Aber das geht auch nicht auf. Moment. Pff, 2 Millionen. Ey. Haben wir nicht. Aber das gehörte mir ja. Ne? Moment mal. Ja, da habe ich ja auch so ein. Ja, Pferdestall brauche ich nicht. Hier, mein eigener Pool. Jupsi. Ne, gehört nicht. Entschuldigung, ich muss da wieder raus. Das ist natürlich ein Bauernhof, ne? My lover. Aber nur vom Feinsten. Dann haben wir hier noch Tankstelle. Netten Unterstand. Was kommt hier hin? Ja, weiß man noch nicht so genau, aber irgendwas kommt da hin. Da kommt erst noch eine Pro-Version. Okay. Die ist ja noch nicht da. Ich werde mal. Ich werde mal zum zu meinem. Guck mal, hier kannst du ein Boccia spielen. Jetzt ist weg. Oh, Cutting. Na ja, egal. Hier unten müsste das Auto stehen, ne? Ich habe mich nicht verlaufen. Nein, nein, ich wollte euch das noch mal zeigen hier. Ist alles gut. Ich weiß genau, wo ich bin, was ich tue, was ich nicht habe. Genau. Jetzt habt ihr alles gefunden. So, jetzt fahren wir. Am besten hier so raus, dass wir dahin kommen. Aber eins ist mal klar, das Ganze wird verdammt schwierig, also hier irgendwie was noch zu platzieren, sofern man das überhaupt muss oder will. Aber ich denke, das hier wird ein Strohlager sein. Das ist echt nicht einfach. Oh, Stankbälle. Oh, ich muss doch da rum. Ja. Ich würde sagen, ich bin falsch rumgefahren, ne? Ja, sicher, das war doch klar. Wie auch immer. Völlig klar. So rum. Bring, bring. Bringel, ding, ding. Oder so. Allerdings, wenn das. Getreidelager ist, dieses Vorrat Bumstings hast du nicht gesehen, dann ist der Anhänger, den ich dabei habe, also direkt ab, ne, ist dann irgendwie kacke. Weil der kann nur links und rechts abkippen. Ich habe den da schon mal rückwärts vorgeschoben und auch schon mal versucht, seitlich davon diesen Trigger zu schieben.
Das funktioniert nämlich nicht. Weil er, wie gesagt, nur rechts und links abkippen kann. So, jetzt müssen wir hier rein. Dann stellen wir die Jutschel mal hier hin. So, das gehört mir ja. Hier brauche ich auch nichts aufklappen. Muss ich hier vielleicht irgendwo was einschalten? Na, wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Am Stuhl, wa? Das ist ja nicht zu glauben. Na, hier ist nichts. Dann muss ich nämlich den Anhänger verkaufen. Also hier geht nichts auf. Das habe ich auch schon versucht. Hätte ja sein können, ne? Dass man hier hätte was reinkippen müssen. Weil da ist ja ein Entladerohr. Ja. Entlade, Überlade, Rohr auf jeden Fall. Oh, ja. Habe ich hier irgendwas? Nee. Ist nichts zum Einschalten oder so. Gar nichts. Da ist ein dicker Motor. Ist da oben was? Wie? Objekt zu schwer, das ist mir schon klar. Achso, siehst du, das Schneidwerk und Schneidwerkswagen habe ich verkauft. Weil damit ist auf die Dauer schlecht durchzukommen. Jetzt habe ich hier so ein faltbares Schneidwerk. Das ist dann keine 7,70 Meter, das ist glaube ich 7,20 Meter dies hier. Muss es tun. Weil das ist ja alles ein bisschen enge. Ein kleines bisschen. Ne, hier ist aber auch nichts zum Einschalten, Ausschalten, Wegschalten. Ja, das kann nur ein Getreide-Silo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 
Dann muss ich haben einen Dranhänger, der nach hinten kippt. Geht da rein 14.000. Ah, 10.000, nee, das sieht scheiße aus. Das machen wir nicht. 39, aber der kippt nur nach oben, das ist auch nicht gut. Die kippen auch nur zur Seite. Ich muss einen haben mit Kornschieber. Und der rechts und links, drei Seitenkipper quasi. Das wäre 21. Wir nehmen erst mal den. Den kaufen wir. Jetzt muss ich noch haben für den Frontlader ein Schäufelchen. Wir machen ihn mal so. So eins. Ach, Quack. Wir lassen es erstmal. So. Kann auch da hinten lang fahren, ne? Wir fahren mal anders. Probieren wir dann aus. Das ist schon Drama, ne? Dass hier die letzten Busse hier rumfummeln. Weil ich froh, dass die Weizen generell, wollte ich eigentlich verbeizen. Ja, ist egal. Noch ein bisschen von außen gucken. Malheur! Oh, Hilfe! Malheur! Nicht abzuführen! Wie konnte das denn jetzt passieren?
nee. Du stell dich doch wieder hin, Junge. Ich hab dir doch nichts getan. Alles macht da kaputt, das hat keinen Sinn. Nee. Ach nee, geht ja nicht. Ich muss ja erst mal raus aus der Kiste. So was Blödes aber auch. Nee, jetzt muss ich nämlich da hin. Ja. Das war natürlich äußerst geschickt von mir. Kommt darauf von, wenn man nicht aufpasst. Also das, ne? Man hätte die Gerätschaften auch ein bisschen weiter auf die Hofmitte setzen können. Das ist nämlich so teilweise ganz schön knifflig, daran zu kommen. Ohne da hinten runter zu plumpsen, meine ich. So. Wo ich schon mal hier bin, nehme ich noch was mit. Lass mal erst. Mein Gott, mein Geld ist gleich schon weg. Nee, das ist ja. Ein Wahnsinn. Einfach eine schöne Gegend, ne? Ja, und übrigens, wo ich gerade sagte, nehme ich noch was mit. Da habe ich mir erstmal ein Kaufsilo hingestellt. So hinter den Händler, da fällt das nicht ganz so auf. Woanders passt das optisch eigentlich überhaupt nicht hin. Darum hatte ich das mal nach da hinten. Ja, dachte, komme ich jetzt hier? Komme ich doch nicht wieder raus, oder? Die BGA. Jetzt sag mal, ich habe sie wohl zu heiß gepudert, ne? Ja. Tja, quetscht ihr sich weg, mal vorbei. Ist ja nicht zu glauben. So, guck, jetzt fahren wir nämlich hier entlang. Hätte ich. Ja, ich glaube, der hätte ich auch durchgekommen. Na egal. Egal, so sprach der Karl. Das ist nicht ganz so laut, ne? So, Dele, hier. Das Sägewerk. Hier Baumstämme. Ah ne, das ist Hackschnitzel. Hier Hackschnitzel. Und hier Baumstämme. Genau, so war das. Weiß ich allerdings nicht. Man kann ja hier dann auch noch irgendwie. Tja, werden dann hier Baumstämme verladen? Oder nur Hackschnitzel? Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir auf kurzer Lang wahrscheinlich auch noch rausfinden. Denke ich mal.
Das ist auch witzig mit der Tür, ne? Die geht erst auf und zu, wenn man schon drin ist. Aber na gut, aber sie geht auf und zu. So, jetzt geht's bei off. Doch, hier unten hatte ich mal Löhr. Also, ne? Mit großen Maschinen kann es hier nichts anfangen. Das muss hier alles so ein bisschen klein gehalten werden. Hier hat, jeder Furz hat hier eine Kollision. Jeder Weidezaun, jeder Draht, jedes Schild, jede Schranke, was man sich vorstellen kann. Das ist alles mit Kollision. Jetzt muss ich gleich mal überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Weil ich muss das jetzt von dem Drehschemel auf den hier umladen. Verstehst du das? Das hängen wir ab. Nicht ganz so in das Wasser reinschmeißen, das Zeug, wa? Wieso macht er das denn jetzt nach rechts kaputt? Naja, ist egal. Hat er den doch eigentlich für links? Aber was heißt das schon, ne? Ich hatte eigentlich und so überhaupt, ich hatte ja keine Ahnung. Jetzt brauche ich wahrscheinlich gleich noch ein Gewicht. Fürchte ich mal so. Na. Oh Mann. Das läuft ja wie doof. Bisschen liegt da, ne? So, jetzt haben wir's. So. Den mal wieder dahinter. Wir kippen Kornschieber, jawohl. Komme ich da rum? Nicht ganz.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo der Frosch sein Leben riskiert und ins Wasser springt. Gnadenlos wird er das durchziehen. Ja, ha. Bleib stehen. Haben wir das schon mal geklärt. Also da ist der Drehschemelanhänger hierfür völlig untauglich, weil der kann nicht nach hinten kippen. Nur rechts und links und damit kommst du da einfach verdammt nicht dran. Ne? Das funktioniert nicht. Drauf. Kommt er wieder hier reingestellt. Und da kommt auch ab. Komm rum, mein Junge. Sops, 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 sops. So. So, das ist das. Jetzt muss man mal eben gucken. Meine große Bahn, habe ich nicht so viele, ne? Oder mache ich die 5000er Bahn? Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich die loswerde. Kommt ja auch noch dazu. Wie mache ich es? Ich presse mal erst einen Ballen und dann versuche ich mal, wo ich den überhaupt loswerde. Folienfarbe. Ach, das ist ja wieder. Ja, das kann ich ja nochmal ändern. Das ist ja dieser. Ich habe ja diesen. Ist das schnell. Diesen Folienmod hier von ModHub mit drin. Der funktioniert einfach nicht. Das hätte ich besser wissen müssen. So, wie mache ich das denn am geschicktesten? Nein. Standard. Die muss ich aber erst mieten. Das ist mir sonst, ich habe keine Kohle mehr. Also, auf ein neues. Wir gehen wieder da rein. Und ich entlasse euch jetzt erstmal. Wir haben ja das mit dem Korn geklärt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich mal versuchen, dass. Also, ich presse jetzt erstmal einen Ball Stroh auf Feld 2, was ich ja noch in der Mission habe. Guck, wo ich den loswerde. Wie ich den loswerde, das weiß ich auch noch nicht. Und dann, denke ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also. So ihr wollt. Ne? Das ist natürlich vorausgesetzt. Wenn ihr das nicht wollt, sehen wir uns natürlich in der Folge nicht wieder. Ups. So. Wie gesagt, ich will jetzt mal eben die Presse holen. Ach.
Ja, wieder was vergessen. Ich muss immer mal umdrehen. Ja, genau. Tschüss, wollte ich sagen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Tag euch noch.